Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Teile von Double Dragon. Ich habe schon Double Dragon 1, Double Dragon 2 und jetzt zocke ich gerade Double Dragon 3 am NES. Ich bin gespannt. Bis jetzt hat mir der erste am besten gefallen und ich glaube, der dritte könnte das Ganze nochmal toppen. Gleich mal reinspringen in die Action. Double Dragon, die legendäre Prügelserie. Beat'em Up Geschichte spielen wir hier. Ein bisschen Story haben sie reingebracht in Teil 3. Hübsche Pixelgrafik. Mission 1 USA. Okay. Ah, sie sind also wieder zurückgekehrt zu ihrem Kampfsystem von Teil 1. Finde ich gut, weil das Kampfsystem in Teil 2 fand ich nicht so toll. Was macht der Typ da in der Ecke? Was tut er? Braucht er Hilfe? Ah, er braucht Hilfe. Ich dachte, er bettelt darum, erledigt zu werden. Oh. Was ist da los? Er hat gesprungen. Für dich habe ich auch noch was über. Ah, müssen wir da. Ich bin frustriert. Nein! Ach. Reibungen werden hier verteilt, nicht kassiert. Nein! Ah. Ah. Irgendwie ist es schwerer geworden, kann man fahren. Ah! Hier haben die mehr Reichweite, die Gegner, kommen, wenn man fahren. Kann das sein? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Abreibung gibt's hier. Gratis! Bats! Ja, die Anzahl an Moves ist irgendwie nicht wesentlich gesteigert worden. Nein, ach, nein, 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 das ist. Ja, genau so und. Okay. Aber wie viel an ist dieses Game eigentlich? Die Abreibungen sind schon teilweise recht hart. Ja, ich weiß, ich sage so oft Abreibungen, aber ich mag das Wort Abreibungen einfach. Abreibung ist einfach viel besser als Verprügeln. Würdet ihr nicht auch? Klingt doch gleich viel besser als wie. Den habe ich verprügelt. Sage ich doch lieber. Ah, den habe ich eine Abreibung verpasst. Oder wie seht ihr das? Gleich in die Kommentare runter. Alternativen für das Wort Abreibung bitte in die Kommentare posten. Eine Lektion erteilen. Ah, ja, ja. Nein. Sollte weniger Blödsinn reden, mehr kämpfen hier. Sollen das? Gleich nochmal. Die anderen Teile waren leichter. Also ich habe mal leichter getan, sagen wir mal so. Vielleicht sollte ich mehr mit dem Dauerfeuer hier arbeiten. Komm schon, komm schon, komm schon. Muss ich das Ganze jetzt lesen? Jedes Mal? Ah! Nein! Ich komm ja, komm hier! Ah, wieso könnte ich die helfen gegenseitig? Das ist total unfair. Naja, irgendwas check ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Tricks, die ich nicht kenne. Das kann gut sein. Ich bin jetzt kein Spezialist dieser Serie. Ich spiele das Game auch zum ersten Mal gerade. Ah, komm schon, noch eine Abreibung und next. Ah, Billy braucht Energie, Leute. Wo kriegt Billy Energie her? Raus aus dem Dojo. Weiter, wir tragen den Kampf auf die Straße. Ins reale Leben. Ins reale Leben. Manchmal frage ich mich selbst, was ich da für einen Blödsinn rede. Ah, also das mit dem Ellbogen schaut immer so brutal aus. Nein! Ah.
Nein, nein, ich habe nur noch 1 Energie. Es geht gar nicht. Ah, wieso? Ja, das war auch instant tot ist, oder? Das ist ja schon hart. Wenn was. Das gibt kein Easy Mode oder irgendwas. Das war's einfach. Mehr mit dem Fuß, mehr Fußarbeit vielleicht leisten. Schauen wir mal, wie das ist. Hüpfen und Hauen bringt auch nichts. Na. Okay, ich muss sagen, Leute, 1 bleibt immer noch mein Favorit. Double Dragon 1, ich glaube, das bleibt ungeschlagen. Zumindest am NES. Ich kann mich jetzt einfach zu wenig an Double Dragon am Super Nintendo erinnern. Komm schon. Batz. Weiter geht's. Mal schauen, wie ich jetzt weiterkomme. Nein, was kann ich gegen diese Hüpfer machen? Ah, ich muss da diesen Hüpfern besser ausweichen. Ja, auf zum Hüpfen, du Affe! Geh weg! Ich mag nicht, dass du herumhüpfst die ganze Zeit. Ah, jetzt bin ich eh schon gehüpft. Ja, jetzt habe ich... Ja, Waffe! Waffe! Waffe ist gut. Ja, Waffe macht alle blatt. Ah, nein! Die anderen immer schön warten, bis sie dran sind. Oder doch nicht, nein, doch nicht. Warten doch nicht. Hier kommt, Leute, ich habe nur 2 Fäuste. Ah, schade, dass ich den Gegner nicht aufs. Na, ah, Mistkick. Nein, nicht ausweichen, das funktioniert einfach nicht. Na, das macht keinen Spaß. Das ist einfach zu hart. Ich streng mich wirklich an. Aber ich krieg einfach nur auf die Schnauze paniert. Komm gerade mal in Szene 2 und das war's. Es mag arkadig sein, aber es macht wenig Spaß. Nee, Teil 1 ist der beste. Bin da leider noch nicht bei 10 Minuten. Sag ich mir, ich zocke jedes Ende des Game mindestens 10 Minuten. Und normalerweise würde ich hier jetzt schon aufhören. Ich mein, das ist jetzt mein letzter Versuch. 8 Minuten, das war's dann. Okay, Double Dragon 3, nicht zum 1. Könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Teil euer Favorit ist. Feiert ihr den ersten Teil auch am meisten? Also den ersten hätte ich echt Lust nochmal zu spielen oder weiter zu spielen. Das Bedürfnis habe ich hier so überhaupt nicht. Ja, man lernt schon ein bisschen dazu, wie man ausweicht und so. Und das Treten irgendwie cool ist, cooler als Hauen ist oft. Ah, wie block ich den, wenn er hüpft? Kann ich eigentlich nur weglaufen, wenn er hüpft, oder? Oder wenn wir nach oben versuchen. Wenn er hüpft, sofort nach oben weg, oder nach unten weglaufen vielleicht. Das werde ich jetzt mal versuchen. Wenn er hüpft, nach unten weglaufen, instant. 2 auf einmal, das gefällt mir. Hat der am Kopf? Der schaut doch irgendwie komisch aus, der Typ. Ja, jetzt. Ja. Nein! Ja, Waffe. Nein, ich hab doch eine Waffe in der Hand, Leute. Ihr müsst doch Angst haben von mir. Nein, Waffe in der Hand bringt so null Nüsse. Ja. Pfeif drauf, wirklich. Ich komme nicht weiter. Was soll ich machen? Ich komme nicht weiter. Ja, anstrengend. Ne, das war Double Dragon
3. Ich muss sagen, der erste Teil war leider besser. Gut. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt oder die anderen Double Dragon Teile noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die unbedingt an. Wer zu sehen, gibt es da drüben. Daumen hoch da lassen, nicht vergessen, ist wichtig. Und wenn ihr jeden Tag ein neues NES-Game in eurem Postkasten haben wollt, dann da unten abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.